Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Base Exploration. So, ich muss es immer ziehen, sonst kann ich das nicht einführen. Mit dem Sepp, dem Wessi und dem Delta. Hallo. Hallo. Wisst ihr, dass es echt schwierig ist, mit drei Leuten dabei immer die richtige Reihenfolge hinzukriegen? Völlig egal. Alphabetisch vorgehen. Na gut, ich gehe dann mal. Haben wir jetzt schon... Haben wir da war wieder der eine Strom. Ja, kommt gleich wieder. Wer ist tot? Wer ist tot? Tot leben, tot leben, tot leben. Können wir jetzt mal fighten gehen hier? Kurz. So. Knall. Können es versuchen. Gibt's halt kein Heist. Doch, eigentlich schon. Kannst ja mal... Die Klippe, die kann man gar nicht erkennen hier. Mach doch mal aus, wo es dahin heißt. Hier müsste der laufen. Da muss man was dahinter schreiben. 100 oder so. Mann, so viel Schaden. Direkt hier die scheiß Snipper wegballern. Ja, der ist auch hier. Juhu. Nice. Crafting Speed, warum? Keine Ahnung, hab ich einfach reingemacht. Ja, haben wir eigentlich mal hier, das hier brauche ich mal jetzt. Das brauchen wir und das brauchen wir. Also ich hau mal das raus. Meteoritenpunktverteidigung, was? Was? Bergbaupunkt. Sebo, ich baue mal deine Sandfabrik da auf, ne? Ja, ich mach Glas. Kriegen wir den Stein her? Liegt nebenan. Drunter? Ja, da ist ein Band. Rechts. So. Genau, heißt das mal alle rum hier. Hä? Ne? Vielleicht ein bisschen weiter rechts. Hä? Ich hol's her, das Band. So, hier ist Öl, ne? Boah, yo. Noch gar nicht wenig, ne? 2007. Wir haben aber da auch nochmal 1300. Boah, nehmen wir, glaube ich, erstmal das Rechte, ne? Wer macht denn jetzt eigentlich Öl? Kann ich gleich machen. Okay. Ah, oh, Movement Speed, ey. Schrecklich. So, das hier wollte ich auch noch. Aber haben wir jetzt Klippensprengstoff? Ja oder nein? Kein Kommentar. So. Müsste jetzt eigentlich gut sein hier, oder? Rechnen jetzt die Fließbänder nicht, oder was? Sagen. Betonmauern. Das fühle ich. Guck mal, wir haben schon Beton. Sand. Wo kriegt man denn Sand her? Was hast du hier gemacht? Wo ist dieses hier? Ich glaube, du willst Glas haben. Ja. Ja, ich brauche das für Glas. Ziegelsteine haben wir auch und Eisenstangen auch.
Das wird einfach nur aus Stein und dann. Das ist ja easy. Hast du jetzt schon deine Grappling Gun? Nee, warte mal, mach ich jetzt. Also, du brauchst Sprengstoff. Für eine Grappling Gun brauche ich keinen Sprengstoff. Und für die Ammo brauche ich Sprengstoff. Ja, dann habe ich die wohl noch nicht gemacht. Da mal kurz was zu tun hier. Ich hab da mal was vorbereitet. Ja. So. Warte mal, haben wir gute Knickis? Haben wir auch. Da. Hab ich ja sogar. Jede Menge. Start. So. Was brauche ich denn am meisten? Ja, okay. Jetzt so. Nochmal so. Das war ja dumm. So. Also ja, mittelgroße Masten bauen. Was? Nix. Okay. Rote Fließbänder in der Maul, sagst du? Alles klar. Nein. Nur noch rote Fließbänder? Cool. Echt, hat er gesagt? Und viele gesagt. Lampen? Boah, Wesley. Schnell es geht auf blaue? Habe ich das gerade richtig gehört? Ja, das ist schön. Was, wir sollen Electric Poles noch mit reinnehmen? Ja, das machen. Jetzt sah es aus, als hätte ich wirklich Rage Quit gemacht. Ja, ich bin gerade aufgestanden, hab was weggebracht. In dem Moment. Er geht einfach, weil wir sagen, dass er auf rote Bänder gehen soll. Ich habe alles gehört. Ich höre immer alles. Geht ja gar nicht. Selbst wenn ich sage, ich gehe mal kurz auf Toilette, ich sitze auf der Toilette mit meinem Headset. Ich höre alles. Ich kann auch noch nicht reden. Das heißt, wenn wir dich dann beleidigen, wenn du weg bist, kannst du gar nichts dagegen sagen. Nee. Du kannst einfach nur zuhören und denken so, sitze auf dem Klo und muss mir das antun. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, dass wir deine Klo-Unterhaltung sind. Ja. Haben wir jetzt schon Sprengstoff? Was ist denn eigentlich mit dem Öl? Läuft das jetzt mal? Wir haben keinen Sprengstoff. Ich glaube, der macht da gerade was. Haben wir schon Kunststoff? Nein. Nein. So, was automatisieren wir noch? Masten. Energiestrommast, Stahl, Eisenstange. Oh mein Gott. Eisenstange. So müssen wir das machen, sonst ist der nicht schnell genug hier. Dann ist das blöd. Der war blöd. Dann finde ich das doof. Wollen wir eigentlich noch Even Distribution reinnehmen? Nein.
Ja, brauchst ja nicht gleich auszurasten hier. Mann. Brauchen wir das wirklich? Also ich vermisse es nicht. Das ist nur für den Early Start. Ist das gut, aber jetzt schon wieder... Weiß nicht. Braucht man einfach nicht mehr. Wozu brauchst du das denn jetzt? Wir haben Raging ist, hört ihr das? Wozu brauchst du das, Mann? Mach jetzt einen Stream, um den Roten zur Kopf zu sehen. Tatsächlich ein bisschen rot. Was mit Gierfeld am See, oder was? So, Freunde. Jetzt geht's hier los. Jetzt ist hier die Luzi am Wandern, ich sage euch. Ich laufe jetzt nur noch so durch die Base. Pi, hi! Sind dann doch immer die gleichen hier. Ja, es ist, sind die üblichen Pappenheimer. Neben dem 4 von der Tanke. Welche Folge sind wir jetzt? Folge 6, ne? Ne, 7. Sind wir schon 7? 7. Meine 7. 7. Ja. Folge 7 und wir haben Beton. Hat er nicht gemacht. Ja, da geht ja. Das ist ja mal hier. Ah, diese Holzmasten. Wer hat die denn gesetzt? Oh. Die bauen sich automatisch. Ah. Direkt durchlassen, sowas. Wir haben uns extra noch am Anfang drauf geeinigt. Ein roter Knicki. Fehlt, das wäre ein Vorschlag gewesen. Erwin, hi. Hoi, hoi, hoi. Ah, das gefällt mir hier. Einfach alles betonieren. Das war, glaube ich, den falschen Job, oder? Warum? Ja, mit Beton hast du bei deiner Arbeit ja nicht so viel zu tun, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Hättest Betonierer werden sollen. Nein, dann würden nicht viele Häuser stehen. Ja. Glaub mir es. Die wird nicht lange stehen. Ja. Hättest du das gewollt, dass da kein Puffer ist? Ah, oh, hier kommt sie nicht. Was? Ja. Why? So willst du dann Puffer? Die hier sind zu lang. In Massen. Ja, nehmen sie die vom... Für was? In Massen. So, ich dachte für Massen. Ja, auch motorisierte Masten. Ja, ich stell doch bald alles normal her hier oben. Warte mal, ich kann ja jetzt hier einfach abzwacken, ne? Nur ich brauch Klippensprengstoff. Weil ich will nicht um diese Klippen herumbauen. Was ist hier mit meinem Telefon los? Hast du da Delta? Nein. Warum? Weil alles gepuffert werden muss. Ja, wozu willst du die puffern? Sag mal. Weil ich die brauche? Für Erzförderer? Oder hast du die mittlerweile automatisiert? Die kommen! Das wird alles automatisiert. Ach so, ja. Weißt, die können jetzt hier komplett weg, ne? Die weg? Wupp, 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 wupp. Okay, jetzt müsste das hier eigentlich auch wieder gehen. Oder? Betonbauer ist ein Lehrberuf. Da muss man was können. Ja. Ja, okay, dann also doch nichts für dich. Okay. Folge 8 nur noch zu dritt. Aufenthaltserlaubnis entzogen. Abgelehnt. Leider hat das Büro schon geschlossen. Ich will den ganzen Tag tun. Den ganzen Tag. Abmahnung, genau, Abmahnung. Hiermit mahne ich sie schriftlich ab. Wegen. Doppelpunkt. Ist schon gleich viel angenehmer, da zu laufen, ne? Sebo, ich werde auch die Chemiefabriken hier so automatisieren, ne? Oh, die baue ich gerade auf Tasche. Ja, die braucht man aber immer wieder. Ja, so viel brauchen wir davon doch gar nicht. Unendlich. Ja, gut. So, wir forschen. Eisenbahn, Freunde. Das ist ja mein Gebiet jetzt in diesem Let's Play. Das finde ich gut.
Ja, ich werde euch auf jeden Fall mal zeigen, wie das dann richtig funktioniert. Nicht so wie letztes Mal, wo es da alles nur Stau gab. Was ist das denn? Kernfragmentverarbeitung. Alles klar. Müssen wir uns angucken, was die tolle Kernerzförderung ist. Ja, und dann gibt das auch mal wenigstens vernünftig was hier mit den Zügen. Man muss halt auch einfach mal die Leute an die Arbeit lassen, die es wirklich drauf haben. Das ist wie mit den Maurern. Haben wir schon Sprengstoff? Ist schon ein bisschen Sprengstoff da? Ein bisschen Sprengstoff. Kannst du hier keine Tunnel bauen? Wie im Professoren schnell? Sprengstoff bauen? Erstmal musst du auch im Wasser hin. Zeigst du uns auch öfters, wie man vom Zug überfahren wird? Tunnel bringen nicht viel. Nein, das kann ich nicht. Das habe ich nicht gelernt. Das nicht gelernt? Der Kasper fragt, ob ich dir noch zeige, wie man öfters vom Zug überfahren wird. Aber da ist eher so Wesley der Profi drin, da halte ich mich dann auch raus. Nee. Man muss dann halt auch die Leute daran lassen, die das halt drauf haben, ne? Mich erwischt nie ein Zug. Lügen sagen darf man nicht. Doch. Nee. Jawohl. Okay, wollen wir das hier eigentlich noch ein bisschen pimpen? So. Pimp mal Betonfabrik oder so. So. Tag, lübt. Ja. Guckst du auch manchmal nach den Meteoriten, die abstürzt? Was für Meteoriten? Was stürzt ab? Meteoriten stürzen hier ständig ab. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen im tiefsten Wasser? Das ist da unten so ein Meteorit. Ja, aber manchmal kommen sie ein bisschen näher. Trafalgar, dankeschön für dein Abo. Auch schon wieder 9 Monate. Danke. Abmahnung, gleich bei Majestätsbeleidigung und Kündigung. Baba, sei gegrüßt. Team Luma. Das kannst du so jetzt auch nicht sagen. Oh, das mache ich jetzt, glaube ich, 5 Folgen lang. Einfach nur betonieren. So. Wir waren denn hier schon mal? Warte mal, wo war das hier? Die Position. Okay, wir könnten ja mal. Können wir Landfill machen? Wir können Landfill machen. Boah, ein Landfill kostet 50 Steine? Hä? Was ist das denn? Landfill. Warum ist das so teuer? Was soll denn das? Alter. Wucher. Weiß ich auch nicht warum. Voll der Wucher. Was kommt denn hier hinten jetzt noch? Ach, hier kommt jetzt Glas, ne? Warte mal, wofür brauchte ich denn nochmal Glas? Irgendwas habe ich doch gebaut, wo ich Glas für brauche. Was für ein Ding? Habe das Modpack ausprobiert, ist sehr nice, aber ich habe diese Forschungswarteschlange nicht. Die kannst du einstellen. Wenn du das Spiel startest, stellst du eine Forschungswarteschlange immer. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, das mit einem Befehl zu machen, während du schon in-game bist. Also wenn du das Spiel schon gestartet hast. Dann kannst du einen Befehl eingeben, musst du mal googeln nach Factorio Konsole und dann nach Forschungswarteschlange oder so. Da findest du das eigentlich. Keine Easy. Automatisiert. So, was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Die bauen hier alles? Weiß ich auch nicht. Warum baut denn eigentlich so eng am Mainbus dran, hä? Ja. Warte mal, wer baut denn das hier alles? Wesley. Ja, der Mainbus geht eh nach links weiter. Ach. Die grünen Schaltkreise ist schon vorbei. Was willst du da rechts dann bauen?
Sachen halt. Oh, Meteoritenabsturz. Ich geh's hin zum Meteoritenabsturz. Meteorit. Immer an. 0 von 1 Meteorit destroyed. Sebo, hier sind Rohre. Im Frühtau zu Berge. Da sind auch welche. Ich bin mal gespannt, was das jetzt da ist. Wahrscheinlich. Ich krieg Ressourcen daraus. Weiß. Uran krieg ich daraus. Da oben 28 kannst du ja schon ein bisschen Uranerz. Wie viel abholen? Okay. Ja, ich wollte auch improvisorisch mal ein bisschen da Klippensprengstoff machen, damit ich da weiterbauen kann. War jetzt nicht so spannend, ne? Man ist nochmal Sprengstoff. Wasserkohle, Schwefelwasserkohle. Kernfragment Stein, wo bekomme ich denn sowas her? Brauchten wir Kohle auf dem Mainbus-Servo? Ja. Aber was denkst du denn da lang? Eisen soll das werden. Schwefelsäure. Ja, warte mal. War ein Plan. Geht dir das mal durch. Haben wir irgendwo eine Müllkiste für Zeug? Wesley, da frage ich dich ganz persönlich. Was gibt's nicht? Ich wette, ich finde hier irgendwo eine von Wesley. Hier steht eine Kiste. Letzter Benutzer Delta. Was? Achso, ja, da habe ich mein Holz reingeschmissen. Irgendwo stehen hier Müllkisten. Ich kenne den, wenn er irgendwas baut am Anfang, sind es Müllkisten. Stimmt da gar nicht. Diesmal habe ich überhaupt keine gebraucht. Als ob. Das kannst du mir nicht erzählen. So. Wir sind wieder am Ende angekommen. Furchtbar. Nächste Folge geht es weiter. So, ich habe jetzt einen Meteorit abgebaut. Keine Ahnung, was das bringt, außer ein bisschen Erz. Wir werden sehen. Ja, erstmal ist es halt Vanilla, ne? Aber... wird. Denn die Kohle. Wenn es Sprengstoff gibt, machen wir nächste Folge mal hier so eine Grappling Gun. Wäre was Lustiges. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss. Oh.